Sport Klaassen, Ihr Sport 2000-Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Herzlich willkommen bei Ostfriesen TV. Heute geht es um eine süße Gartenfolge. Es geht um Erdbeerpflanzen. Wenn man im nächsten Frühsommer Erdbeeren ernten will, ist es jetzt ratsam, die Erdbeerpflanzen zu setzen. Bei den Erdbeerpflanzen gibt es viele verschiedene Sorten. Ich habe eine alte Sorte, die ich schon in meinen Kindertagen im Garten hatte, nämlich die Sorte Ostara. Wie die Gartenkenner unter Ihnen sicherlich wissen, ist die Ostara eine Monatserdbeere. Sie hat nicht, wie die alte Sorte Senga Sengana, eine Hauptfrucht im Frühsommer, sondern sie trägt das ganze Jahr über. Immer mal wieder kann man durch den Garten gehen und sich ein Schälchen Erdbeeren zusammennaschen. Erdbeerpflanzen bauen ihren Geschmack natürlich dann auf, wenn sie genügend Wasser haben und genug Sonnenlicht. Das heißt sonnige, feuchte Standorte, im Zweifelsfall mal gießen, für eine genügende Nährstoffversorgung sorgen, sind gute Voraussetzungen für eine ordentliche Ernte. Bei uns ist das gar kein Problem. Ich habe hier den Boden im Frühjahr eingefüllt. Ich habe noch etwas Pferdemist unten drunter getan, damit das, was ich pflanze, dann auch lang und nachhaltig mit Nährstoffen versorgt wird. Ich werde das zum Herbst noch ein ganz bisschen nachdüngen, ein bisschen Kalk einarbeiten. Aber grundsätzlich gute Wasserversorgung, gute Nährstoffversorgung und reichlich Sonne. Dann sind die Früchte schön lecker und geschmacklich einfach unschlagbar. Ihnen wird sicherlich noch aus den Gartentipps in Erinnerung sein, dass ich ein Freund von vorgezogenen Pflanzen bin aus einem guten gärtnerischen Fachbetrieb oder einem guten Gartencenter. Sie sind schön kräftig durchgewurzelt, sie sind in einer ordentlichen Qualität und damit kann ich den Grundstein für einen guten Ertrag und ja, für schöne Pflanzen legen. Gute Pflanzen bedeutet eine gute und sichere Ernte. Hier im Vorgarten bei der Haustür pflanze ich die Pflanzen nicht wie im Garten in Reihe, in einem genau definierten Abstand, sondern hier pflanze ich sie ja mit dem Anspruch eher einer bodendeckenden Staude. Von daher pflanze ich sie etwas dichter. Sie kennen das noch, einfach austopfen. Ich setze die Pflanzen wie immer vorher eben aus, dass ich die Abstände zueinander eben richtig habe, das Unkraut, wenn noch drin ist, entfernen. So dieser Pflanzabstand, so 25, 30 cm, finde ich, der ist schon ganz angebracht. Und dann kann man mit zwei Fingern ein Loch machen und kann die Pflanzen einsetzen. Einige werden auch sagen, ja, es gibt ja auch Ziererdbeeren. Zum Beispiel gibt es eine Sorte, die heißt Pink Panda. Die hat dann rosafarbene Blüten. Kann man auch nehmen, aber sie trägt eben keine Früchte. Hier verzichte ich vielleicht ein bisschen auf die Bodendeckerqualität, habe dafür aber noch die Früchte. Ausprobieren und immer ein Schüsselchen mit in den Garten nehmen, dass man Früchte erntet den ganzen Sommer über. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Probieren Sie es mal aus und vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder hier bei uns in Eilenwolde. Vielen Dank und auf Wiedersehen.